Pound 4 ist bald. Tja, was kann man darüber alles sagen? Hast du gerade verstanden? Ja, Pound 4 ist bald. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ja, da willst du ja auch hin. Ja. Für wen bist du denn, der das gewinnen sollte? Wer, was, Brawl oder Melee? Melee, erstmal. Na, an sich, ich denke ja, dass Armada, wenn Armada nochmal hin, also, geht er hin, das sollte Armada das eigentlich schon gewinnen, gegen Mango besonders. Also Aber ich habe ja gehört, ich bin für M2K. ja, wenn M2K gewinnen würde, würde mich das auch ziemlich glücklich machen, weil, keine Ahnung, ich kenne es einfach so, wo ich angefangen habe zu smashen, war Mewtwo King immer der Beste. Ja, genau. Und ich finde eigentlich, das ist einfach so, Mewtwo King ist der Beste, das ist so. Und wenn das nicht mehr ist, ist doof. Ja, und weil nur weil dieser verdammte Mango da ankam. Ja, und Armada. Aber ich tippe eigentlich auch, soweit ich weiß, diese Holländer, glaube ich, oder Dänen. Die Dänen meine ich. Wer? Die Dänen. Dänen lügen nicht. Aus Dänemark. Ich glaube, es sind die Dänen. Boah, ist das nicht die Niederländer? Ich glaube, es sind die. Nee, irgendjemand weiß so ein kleiner Staat da oben. Meinst du jetzt Amsa oder so? Genau. Von wo kommt der? Niederlande, Aus oder was? Niederlande, genau. War ich Niederlande. Okay, nicht Dänemark, sondern Niederlande. Holland. Ja, Holland, genau. Obwohl Holland nur ein Teil von der Niederlande ist, das will ich mal sagen. Also eigentlich wäre Niederlande korrekt. Aber Ja, Holland kann man auch sagen. bald ist halt auch Smash NL. Ja, und ich höre von vielen Leuten, dass Holland einfach nur übelst die Smash-Nation ist und einfach nur voll die geilen Smasher hat. Also Ja. einfach richtig extrem gute Smasher und von Hören und auch bisschen Sehen von Kämpfen und so, sage einfach, also tippe ich mal, dass die auch ziemlich gut abschneiden werden. Wobei mir jetzt spontan kein Name einfällt, aber wie auch der gute Öni mir oft sagt, dass die einfach mal die Besten sind. Also. Ja, und Smash NL ist ja jetzt so das nächste große Turnier. Da werden ja auch einige Deutsche hingehen. Ja. Ich geh da auch hin. Aha. Mit GalbZ gehen wir da hin. Und glaubst du, dass du da irgendwelche Chancen hast auf einen Sieg? Ist auch Brawl oder ist nur Melee? Also ich hab, nee, Melee nicht. Ich werde zwar mitmachen Ja. mit Mars und Young Link Falco. Ja. Teams habe ich eh keine Chance. Ich werde da mit Döner Team. Hm. Und ja, Melee habe ich, Brawl habe ich jetzt nach SIP, hatte ich dann nochmal intensiv online gespielt, habe mich da auch ziemlich verbessert gehabt. Hab dann aber wieder eine Pause eingelegt und wollte jetzt auch wieder so, jetzt bald wieder nochmal vorher online einzocken, sodass ich diesmal dann gut vorbereitet bin. Ja, also du spielst zurzeit sozusagen kein Online. Nee, schon seit 3 Monaten oder so nicht. Ui. Ich spiele zurzeit ja eigentlich fast gar kein Smash, aber ich würde ja gerne mal wieder spielen, weil ich hatte immer die Woche über hatte ich immer wenig Zeit, weil ich Praktikum hatte, Alchemie-Praktikum im Labor stand ich da und immer 10 Stunden Montag und Mittwoch musste dann lernen und so. Das war immer ein bisschen anstrengend, aber jetzt habe ich eigentlich einen Monat lang nicht mehr. Und falls du das Matchup Pummeluff üben möchtest, wenn du denkst, dass du in der Niederlande dann erstmal hier auf die ganzen Pummeluffs kommst und so und dann denkst, scheiße, hätte ich das Matchup nur geübt. Ich würde mich zur Verfügung stellen, aber es wird wahrscheinlich für dir nicht sehr viel helfen, wenn Ja, du gegen mich spielst. zocken ist zocken. Ja, okay. Ja. Aber bei Brawl und Pound 4, um da zurückzukommen, an sich. Ich denke da, dass Mewtwo King gewinnt. Wobei ich natürlich hoffe, dass die Europäer, die da auch hingehen, nicht schlecht abschneiden werden. Nee, also die einzigsten sind ja, glaube ich, Armada, die Brawl spielen. Ja, okay. Es geht ja nur Armada hin von den. Ja, an Armada-Spiel dachte ich, soweit ich weiß, auch nur auf Turnieren Brawl. So sagt das wenig. Ich spiele ja auch die ganze Zeit Brawl online, Free for All. Im Standard-Brawl mit Items oder so, aber es bezweifle ich. Weißt du, wer da eigentlich alles von den Europäern hingeht? Ja, Amsa, Ja. dann der andere da. Ja. Ja,
Keine Ahnung, wie die jetzt heißen, Ja, also. nicht alle, aber so ein paar Leute, die man kennen sollte. Ja, KJ wollte, glaube ich, auch hin. Ja. Eis auch, Nee, oder? Mustafa fährt nicht, also Eis, der fährt nicht. Ach so. Okay, dann fährt Eis nicht. Du Was? wolltest doch auch hin, oder? Ja, aber. Ohne Nee, Eis. ich habe mir das. Ja, Was? es ist ja auch irgendwie dann ziemlich kacke, wenn man, ich sag mal, wie teuer ist so ein Flug? Der kostet doch mindestens, tippe ich mal, auf 500 € hin und Ja, zurück. 400 bis 500 Euro Ja, bestimmt. und dann noch da, okay, übernachten, keine Ahnung, aber trotzdem, es ist nicht irgendwas, was man jeden Monat machen kann, weil man gerade Spaß danach hat. Ja, müsste man ja schon, wenn schon für 2 Wochen oder so dann hinfliegen. Ja, sonst lohnt sich auch fast gar nicht. Ja, also. Es ist halt in sowas dann größtenteils eine Geldfrage. Natürlich, wenn man so wie Armada zum Beispiel ist, wenn man, naja, also jetzt will ich nicht sagen, dass es sicher ist, dass er ein paar Geldpreise gewinnt, aber zum Beispiel in Melee wird er wahrscheinlich schon ziemlich gut abschneiden und bei so einem großen Turnier sind die Geldpreise meistens auch etwas höher als bei einem Monthly im Vogtland zum Beispiel. Ja, wenn Amada in USA wohnen würde, wäre der ja schon Millionär durch Smash. Na, Millionär jetzt nicht unbedingt, aber und er würde wahrscheinlich etwas mehr Geld haben, als er es jetzt hat. Ja. Aber an sich, ich freue mich schon auf die Videos und ich hoffe auch mal, dass die dann zeigen, dass die Europäer jetzt nicht so unglaublich schlecht in Smash sind. Weil die Amerikaner sind ja schon meistens so ein bisschen, ich will nicht sagen eingebildet, aber sind schon so ein bisschen eingebildet. Und Livestream soll aber sein diesmal. ja, wenn er noch nicht so übelst laggen würde. Ich sag mal, ich bin eigentlich Fan von Livestream, aber ich bevorzuge Videos. Also natürlich von so Finale und so gucke ich auch gerne Livestream an, aber an sich, ich habe schon auf mehreren Turnieren Livestreams geguckt und meistens war ich dann enttäuscht wegen dem großen Lag da. Das hat mir noch nicht so doll gefallen. Lange nimmst du jetzt schon auf? Ich nehme jetzt schon knapp 8 Minuten auf, aber da wir wahrscheinlich nicht von Anfang an das alles hochladen werden, sind einfach nur mal 7 ungefähr, keine Ahnung. An sich soll ja Colonus Brawlin auch einen Livestream bekommen. Hat's aber nicht, weil, weiß ich nicht. Was denn? Colonus Brawlin, Zip sollte auch einen Livestream eigentlich bekommen, aber hat's nicht bekommen. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne. Ja, das haben wir irgendwie probiert. Und ich glaube, da war irgendwas mit dem Internet oder so. So. Eigentlich, da war doch irgendwie bei Colonus Brawlin diese Idee mit dem Money Match Bildschirm, dass immer jeder muss 1 € bezahlen, um nochmal kämpfen zu können. Ja, Ist da. daraus irgendwas geworden? Nee, ich wollte das machen, aber gegen mich wollte keiner spielen. Habe ich mir schon fast gedacht, dass es dann so sein wird. Ja. Ja, genau. Ich trinke erstmal was und du kannst überlegen, wo wir jetzt weiter sprechen können. Ich trinke auch irgendwas. Gemeinheit, jetzt muss ich mir überlegen, wo wir weitersprechen. Also, ich habe mir da nicht mehr so unglaublich viel Zeit. Dann sage ich, wenn 11 Minuten fertig sind, dann höre ich auf. Tja. Nom, nom. Ja. Ja. Genau. Was ich in meinem Auto komme, habe ich was über Black Red Gold gesagt. Da habe ich, dass ich mir gerne dafür Zeit lasse. Weil wer das Video, das dritte Kommen-Video von Fatal 5 kennt. Das war übelst scheiße. Ich fand eigentlich, es hat mich wirklich gut unterhalten. Ich habe durchgeguckt und war nicht langweilig. Was dumme war halt, dass einige Szenen aus dem Video einfach nur nicht nötig waren. Ich Ja, fand, es genau, waren deshalb. Szenen dabei, die haben mir richtig gefallen. Und Und das Editing war viel zu viel, ey. ja, es war halt sowas, es war ein Editing, das von den Kombos abgelenkt hat. Ich fände so ein Editing, das untermalt und dezent, das ist schön, aber es hat mich trotzdem unterhalten. Also ich fand es zu viel, aber ich fand unterhaltsam. Wenn er dann sowas sagen, vom Schlafen gehen, aber sowas Leichtes anzuschauen, fand ich sowas. Nicht irgendwas, wo man dann von den Kombos geschockt wird, sondern einfach zum Unterhalten. Ich glaube einfach, wäre der Kombo-Video-Contest nicht gewesen und hätten sie nicht versucht, ihn zu gewinnen, hätten sie bessere Szenen gesammelt, hätten sie mehr Szenen gesammelt Ja. und hätten ein besseres Video gemacht. Hast du das von Light gesehen? Ja, und die Musik macht mich süchtig. Ich habe die Lieder gleich bei YouTube gesucht und hörte mir jetzt auch oft an und ich finde die auch richtig schön. Die Wobei ich Kommos ein waren richtig gut.
Ja, es waren halt aus vielen bekannten Videos. Ich kann zwar nicht alle, waren vielleicht auch ein paar ganz neue, aber waren wirklich, fand ich, richtig schöne Kombos dabei. Also das Video hat mir gefallen. Die Wobei Lukas. Light mich auch für mein Video inspiriert hat. Die Lukas-Nummer fand ich gut. Keine Ahnung, von wem die war. Ich weiß gar nicht, ich weiß spontan gar nicht, welche Übers-Kombo du meinst, aber. Sure, aber an sich. Ich freue mich auf dieses Video, das Light dann insgesamt macht, weil das ist der in Anführungsstrichen Trailer dafür. Und an sich, einfach der Contest hat viele Leute zum Beispiel wie Fatal Five dazu gebracht, ihre Videos schnell rauszubringen, da die $100 haben wollten, und dann kam mir wieder Blödsinn bei raus. Und genau Das das stimmt. versuche ich mit Black Red Gold zu vermeiden. Ich lasse mir Zeit, um wirklich Szenen zu sammeln und hoffe, dass das Video dann gut wird, wobei Hast meine du Editing Skills schon nicht so gut sind. Favoriten? Von Kombos her. Ja. Ich habe ein paar Kombos, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die reinkommen, aber. Nee, ich meine jetzt von dem Contest. Da haben jetzt die Leute Ach ihre so, Videos von dem gepostet. Contest. Ich finde MK4 finde ich ziemlich cool.